ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Warum ich flüstere? Ich bin in Cyrodiil unterwegs und da ist man schneller tot, als man gucken kann. Gerade wenn man sich im Feindesland befindet. Aber gerade keiner zu sehen. Okay, ich scheine safe zu sein. Ja, was mache ich denn überhaupt in Cyrodiil? Ich möchte mir Himmelsscherben holen, denn es gibt jede Menge Errungenschaften für Himmelsscherben in Cyrodiil. Bis auf 6 kann man auch relativ einfach einsammeln, nämlich die, die einfach hier unterwegs verteilt sind. Ich habe die alle nochmal angemacht, auch wenn ich sie schon habe. Und 6 sind etwas schwieriger zu bekommen, nämlich die 2 hier im roten Bereich, die 2 im blauen und hier die 2 im gelben. Kommt natürlich davon an, für mich waren die roten relativ einfach, weil ich natürlich zu rot gehöre, aber blau und gelb, die sind nicht so einfach zu bekommen. Denn um die zu bekommen, muss das Tor offen sein. Das hier ist gerade offen und bevor das jetzt wieder zugeht, würde ich sagen, ich gebe jetzt mal Gas. Das heißt, ihr setzt euch dann aufs Pferd, gebt hier Gas und flitzt da einfach durch. Lasst die Wachen und so alles links liegen oder rechts, wo sie auch immer stehen. Und prescht einfach durch, weil es sind einfach auch zu viele, als dass ihr die dann wirklich tot bekommt. Es bringt im Übrigen gar nichts, die irgendwie zu töten und zu hoffen, dass dann das Tor aufgeht. Nein, das könnt ihr tatsächlich vergessen. Wenn ihr durch seid, immer unsichtbar machen. Ihr wisst nicht, ob hier zufällig doch nochmal jemand unterwegs ist. Und schon seid ihr hier noch tiefer im Feindesland, um euch dann die Himmelsscherbe zu holen. Wann ist so ein Tor offen und wann nicht? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gerade gekämpft wird. In der Regel ist es schon so, wenn die Burg hier vor dem Tor eben nicht mehr in dem Fall gelb ist, sondern blau ist, dass das Tor dann entsprechend hier aufgeht. Hier drüben ist eben diese Burg gelb und demnach das Tor auch geschlossen. Obwohl so ganz hundertprozentig kann das auch nicht passen, weil hier haben wir auch einen blauen, aber vielleicht weil hier noch eine rote dazwischen ist, so hundertprozentig bin ich da auch nicht safe, weil das Tor ist tatsächlich zu. Aber ihr könnt dann einfach, auch wenn ihr sowieso in Cyrodiil unterwegs seid, es kommt immer eine Benachrichtigung, wo dann gesagt wird, Tor XY offen oder Tor XY geschlossen. Das hier drüben zum Beispiel war jetzt mehrfach offen, dann war es wieder zu, dann war es wieder auf, weil hier dauernd um diese Burg gekämpft wird. Ihr müsst natürlich dann schnell genug da sein. Als ich hier eben hingereist war, konnte ich hier noch bis Erntefurt mich hin teleportieren, um von da aus zu laufen. Das war dann tatsächlich nicht so weit. Jetzt steht es im Rot inzwischen gar nicht mehr so gut. Das heißt, ich müsste sehr, sehr lange laufen, um hier hinten anzukommen, um dieses offene Tor dann überhaupt nutzen zu können. Allerdings gibt es inzwischen auch eine Änderung. Ihr müsst für diese Errungenschaften gar nicht für jeden Einzelnen diese Himmelsscherben holen. Das heißt, ich hätte mich jetzt auch einfach mit meinem Char, der zu gelb gehört, einloggen können und hätte die Errungenschaft auch bekommen, beziehungsweise deswegen habe ich sie, weil, ne, ihr habt gerade geschaut hier, ich habe tatsächlich diese Errungenschaften. Ich habe ihm jetzt noch die 2 blauen geholt und hatte mich gewundert, warum ich jetzt alles abgeschlossen habe, weil ich eben die anderen mit einem anderen Charakter geholt habe, nämlich mit Lysianne, den Rest habe ich mit Sava geholt. Also auch das, wenn ihr natürlich von allen 3 Fraktionen einen Charakter habt, dann müsst ihr euch diese Mühe tatsächlich gar nicht machen. So, der Vollständigkeit halber möchte ich mir jetzt aber auch diese Himmelsscherbe holen. Und ich schleiche tatsächlich hier lieber, weil man nie weiß, ob nicht doch was entgegenkommt. Als ich gestern versucht habe, mir die blauen Himmelsscherben zu holen, bin ich nämlich gerade durch das Tor geprescht, als 20 blaue mir entgegenkamen. Nun, was soll ich sagen? Ich habe es natürlich nicht überlebt und musste wieder von vorne anfangen. Und es ist dann tatsächlich oft Eile geboten, weil so ein Tor kann eben auch ratzfatz wieder zu sein. Hier ist das Objekt der Begierde. Auch hier schaut euch sicherheitshalber um, ob nicht gerade jemand hier oder eine ganze Gruppe hier langläuft, weil
Man sieht es, wenn ihr euch diese Himmelsscherbe holt und ihr werdet dann nicht der Erste und nicht der Letzte, der dabei gekillt wird. Es ist leider nicht so, dass wenn ich durch dieses Tor durch bin, dass ich dann auch zu dieser Himmelsscherbe laufen kann. Leider nein, dazu muss dann tatsächlich dieses Tor geöffnet sein. Jetzt könnte ich natürlich geduldig sein und da einfach außenrum langlaufen und hoffen, dass das Tor geöffnet ist, wenn ich schon mal da bin. Zumal ja hier auch Blau ist heute echt stark. Also ist jetzt die Frage, ob Blau jetzt erstmal da weitermacht oder auch gleichzeitig hier weitermacht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass dann diese Burg als nächstes fällt, wenn sich jetzt noch nicht gerade 100 Gelbe einloggen, um alles wieder zurückzuerobern. Das müsst ihr halt selber entscheiden, wie viel Geduld ihr habt, wie wichtig es euch ist, diese Errungenschaft zu bekommen. Für mich immer sehr wichtig. Da muss mein innerer Monk muss da halt befriedigt werden, dass dann auch alle Errungenschaften safe sind. So, jetzt haben wir gerade wieder eine Benachrichtigung bekommen, dass ein Tor offen ist. Diesmal ist es hier das rote Tor von Gartok. Das heißt also, hier könnte man dann durch, um diese Himmelsscherbe zu holen. Ich muss gestehen, ich habe diese Benachrichtigung immer gelesen, aber wusste nicht so recht, was damit anzufangen. Aber wenn man dann erstmal auf der Jagd nach den Himmelsscherben ist, dann achtet man da schon drauf. Okay, das war's zu den Himmelsscherben hier in Cyrodiil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Wie gesagt, auf der offenen Welt hier ist es echt nicht schwierig. Da muss man halt immer mal gucken, wo eure Fraktion gerade gut verteilt ist. Also wenn ihr jetzt gerade blau seid, dann habt ihr die besten Chancen, eigentlich alle, fast alle Himmelsscherben hier super schnell zu erreichen. Das funktioniert also richtig, richtig cool. Aber auch sonst halt immer mal schauen, mal ist die eine Ecke halt frei und mal die andere. Ich denke mir, das sollte nicht so das große Problem sein. Und wie ihr an die schwierigen Himmelsscherben drankommt, wisst ihr jetzt ja auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich mal auf Twitch besucht. Dort bin ich mit dem gleichen Namen unterwegs. Beziehungsweise inzwischen streame ich tatsächlich hier auch auf YouTube. Auch da super gerne vorbeischauen. Nur leider funktioniert das hier auf YouTube noch nicht ganz so hundertprozentig, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich also tatsächlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich dann auch mal hier live besucht. Vielleicht habt ihr auch Fragen, wollt was zusammen erledigen, wie auch immer. Oder vielleicht habt ihr sogar auch Tipps für mich. Denn man kann dieses Spiel schon jahrelang spielen und es gibt immer noch Dinge, die neu zu entdecken und neu zu lernen sind. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.